So, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem Video, was eigentlich ein Vlog sein sollte, was eigentlich als Vlog geplant war. Ich wollte eigentlich, wie ich eigentlich mache ich das jedes Jahr, ich versuche es zumindest jetzt mal jedes Jahr zu machen, im Dezember ein Einkaufsvideo zu machen, wo ich für meine Familie und für ja, Verwandte, Bekannte ein bisschen shoppen gehe und ja, Weihnachtsgeschenke kaufe. Dieses Jahr jetzt im Dezember. Ich mache das normalerweise immer auf den letzten Knicker und immer auf den letzten Pfiff, immer kurz vor knapp. Immer so 20., 21. rum, da gehe ich nochmal in die Läden und kaufe noch Geschenke ein. Das fällt dieses Jahr weg, weil ja, weil ab heute ist der 14.12., wenn ich das aufnehme. Ab heute haben wir harte Lockdown, zumindest in Teilen von Deutschland, zumindest in dem Teil, wo ich wohne, in Deutschland, und die Läden sind dicht. Das heißt, alles, was jetzt nicht dringend ist, alles, was jetzt kein Lebensmittel ist, also die Supermärkte haben noch offen, aber die Geschenkshops und so weiter, der Elmwald-Shop zum Beispiel hat geschlossen und daher muss das dieses Jahr online passieren und ein bisschen früher. Also ich sollte mich jetzt langsam ransetzen und deswegen nehme ich das heute mit euch gemeinsam auf. Verwandte und Bekannte und ja, Leute, die also Modi und vielleicht auch noch. Nein, das wird vielleicht noch in dem Video vorkommen, deswegen für die werde ich vielleicht auch noch was besorgen. Auf Steam wollte ich für Modi und Co. noch ein paar Spiele mir besorgen. Die zuschicken, das geht ja was Team. Also, alle, die mit mir engeres mal zu tun haben. Also, der 4.5. ist gut und meine Familie mal wegschauen. Dieses Video jetzt mal beenden. Ganz wichtig, weil sonst seht ihr, was ich euch zu Weihnachten kaufe, vielleicht. Ja. Und deswegen nicht gesponsert, leider noch nicht. Ich warte nur auf den Tag, an dem mich Elmwald mal sponsert. Der Zwergenfürst und ein Sponsoring von Elmwald. Wann? Ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, ja, warum noch nicht? Und wir klicken hier gerade mal drauf. Als erstes suche ich einfach mal ein Geschenk für meine Schwestern. Für meine Schwestern muss ich ein Geschenk besorgen. Die sind beide, ich würde sagen, ja doch, die eine mehr, die andere weniger, bei der Harry Potter Fan. Das heißt, ich besorge denen auch jedes Jahr wieder was aus Elmwald. Das ist auch gar nicht so falsch. So, Grimmelwertsverbrechen, das ist doch gar nicht so schlecht. Da sind wir doch gar nicht so falsch. Das ist doch für meine größere Schwester. Die ist jetzt. Die ist 2 Jahre jünger als ich. Ich bin 23. Dann müsste sie jetzt 21 sein. 20, 21 irgendwie in dem Dreh. Wenn ich mich nicht komplett irre. So, Küche und Wohnen. Die hat jetzt eine eigene Wohnung bekommen. Die ist jetzt eingezogen in ihre neue Wohnung. Das heißt, es ist auch naheliegend, wenn ich jetzt hier vielleicht mal bei Küche und Wohnen vielleicht nachschaue. Das ist ja relativ wenig. Hier, No Match und Stubbefy. Das gibt es hier als Kissen. Das finde ich nicht ganz schlecht. Zumal ich der kleinen Schwester zu ihrem Geburtstag ein Harry Potter Kissen-Set geschenkt habe. Das wäre jetzt. Es ist lustig, das auch wieder zurückzuschicken. Also nicht zurückzuschicken, sondern auch jetzt der kleinen Schwester nicht Harry Potter Kissen zu schenken, sondern der großen Schwester jetzt die Kissen zu schenken. Und 7,90 Euro, ja, das vergünstigt normalerweise 14,90 €. Das kann ich mir noch leisten. Fantastisch Tierwesen, Niffler Spardose. Tasse, dieser Thermoeffekt, der mit Geist ist und schlägt eine Tasse. Ich würde mal sagen, No Match ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
Also meine große Schwester, die hatte auch letztens Geburtstag, der habe ich zum Geburtstag eine Fußmatte geschenkt. Deshalb ist jetzt alles so ein bisschen für die Wohnung. 97, schauen wir es uns mal an. Ja, aufwendig, hochwertig gemacht. Also ist doch, kann man nicht meckern. Jo. Sehr schön. Pünktlich zum Fest, das ist gut. Das muss ich wissen. Das muss pünktlich da sein. Da gibt es halt, also wenn ihr jetzt, also auch wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Es ist, na gut, obwohl ich werde es wahrscheinlich am 17. hochladen. Es wird wahrscheinlich zum 17., 18. rumkommen. Dann jetzt aber schnell. Also wenn ihr dieses Video seht und noch bestellen wollt, dann aber jetzt. Letzter Pfiff, also eigentlich lieber vorgestern, weil also gerade die DHL hat schon gesagt, das kann jetzt mit ein paar Weihnachtsgeschenken, also wer jetzt nicht bestellt, der, also wer nicht schon am 11.12. so rum bestellt hat, das wird jetzt, kann jetzt um die Weihnachtszeit ein bisschen Verspätungen geben, das ist, da ist jetzt na, pünktlich zum Fest, weiß man nicht. Ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass das bei mir auch geliefert wird, aber ja. Ich weiß nicht. Ist viel. Als Kissen. Lieber No Match. Ist ein No Match Kissen. Ebenso schön aufwendig gestaltet und so ein bisschen längenjährigeres Kissen. Vielleicht. Hat so ein bisschen mehr was von fantastischen Tierwesen als das. Ich packe mir erstmal das hier in den Warenkorb. Aber den Warenkorb damit. Nee, zur Kasse wollen wir noch nicht. Ich dann später noch mal hin. Das muss dann privat machen. Zur Kasse mache ich dann. Ja, meine Adresse eingeben und so weiter, das mache ich natürlich jetzt hier nicht im Video. So, zurück mal zu Harry Potter. Ja, Schmuck ist absolut nicht, das ist, nee, das, da kenne ich meine Schwestern, die sind nicht so schmuckmäßig unterwegs. Ja, schon, ab und zu mal ein Ohrring, aber jetzt nichts, was, den kann man keinen Schmuck schenken. Plüschtiere, das ist bei allen in unserer Familie, Kissen und Plüschtiere. Kann man mir auch super schenken. Plüschtiere. Plüschtiere von Innenwald. Ihr müsst mir übrigens gar nichts schenken. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich eine Amazon-Wunschliste habe, wo man mir was schenken kann. Ich habe theoretisch eine Steam-Wunschliste, wo man mir Spiele schenken kann, aber dann muss mir als Fan auch nichts schenken. Molly schenkt mir schon zu Weihnachten was. Da muss ich ihm auch zurück was auf Steam schicken. Ist. Ja, schenkt euren Verwandten, Bekannten was. Gibt euer Taschengeld nicht für mich aus. Schenkt euren Verwandten und Bekannten was Größeres. Das Geld, was ihr für mich ausgeben wollt, das investiert in Geschenke für Verwandten und Bekannten, für eure Geschwister und so. Wenn ihr Geld übrig habt, macht ein teureres Geschenk für. Die Plüschfiguren, da wollte ich hin. Nein, diese Minimuffs, die Lilan habe ich auf meiner Couch im Adventskalender schon gesehen. Der sitzt da mal nebenbei. Plüschfiguren, die sind hier auch ein bisschen preisintensiv. Also ein bisschen. Ja, Plüschfiguren, was Plüschfiguren immer sind. Minimuff-Plüsch, das ist das gar nicht. Wenn ich ihr ein pinkes schenke, hat sie ein pinkes und ich ein lilanes. Warum eigentlich nicht?
nicht knauserig sein. Zu Weihnachten. Ja, ich versuche halt so ein bisschen zu sparen, weil ich halt noch auf Steam also versuchen will, zumindest Modi was zu schenken und ja, Nienlein und Prof und ich weiß nicht, ob da noch das Geld für reicht. Bin zurzeit arbeitslos. Ich bin eigentlich ist ja so ein bisschen zu Weihnachten kann man ein bisschen was ausgeben, aber so ein bisschen muss so ein bisschen auf Sparkurs gehen, bevor ich dann wieder 200 Euro hier für Geschenke ausgebe. Packen erstmal den Minimove in die Wunschliste, können wir nachher noch in den Warenkorb. Können wir nachher nochmal rausnehmen, wenn wir bemerken, in der Endrechnung merke, uff, zu teuer. Aber erstmal hier, ich finde ihn auch ganz flauschig, also dieser Minimove. Es ist so super flauschig, das ist also ich. Seltsamerweise hat der Lina hier mehr Bewertung als der Pinke. Ja, egal. Ist dasselbe. Die kleine Schwester ist aus Ravenclaw. Ich bin Hufflepuff. Meine Großschwester ist Gryffindor. Wie langweilig. Ja. Meine Eltern haben den Test nicht gemacht. Den Pottermore-Test. Doch, meine Mutter hat es gleich immer gemacht. Ich weiß nicht, was die. Ich glaube, die ist auch Gryffindor geworden. Bunte Familie. Cho Chang Zauberstab. Okay. Der Zauberstab wollte ich jetzt nicht so unbedingt. Eine Mütze. Eine Butter Ravenclaw. Norweger Mütze. Kissen und eine Mütze zu Weihnachten. Das hat sie schon. Das weiß ich. Ob es die Mütze hat, weiß ich noch nicht. Das weiß ich gar nicht. Beat-Armband. Auch nicht schlecht. Ravenclaw Socken. Ein bisschen mehr laden. Kann ja hier mal auf den Preis gucken. Ich kann ja hier mal ein bisschen. Ich kann hier filtern. Hier filtern nach Marke, Material, Farbe, Zielgruppe, Ticket-Typ, Preis. Können wir mal hier von 9,90 € bis 25. 37 Produkt anzeigen. Kopfkratz. Haben wir eine Fußmatte. Ja, das ist gut, das ist jetzt für die Kleinen noch nicht so. Socken. Socken zu Weihnachten schenken, das ist jetzt, naja, gut. Eine Wanduhr. Bücher. Die Märchen von Beedle den Bahn, das wäre jetzt nicht grundverkehrt. Weiß nicht, ob sie das schon haben. Buch zu schenken wäre auch keine schlechte Sache. Ein Buch zu schenken. Märchen von Beedle den Bahn, die größere Version. Trierer. Kaufen wir hier nur Sachen von Harry Potter diesmal oder was? Erstmal den Warenkorb gepackt. Meinen Eltern wollte ich einen Fotokalender erstellen. Für meine Eltern und meine Großeltern. Mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Rechtzeitig. Harry Potter und das verwunschene Kind, meine Großschwester hat das glaube ich schon. Das meine ich schon mal irgendwann mal in dem Regal gesehen zu haben.
Filmbücher. Ja, ich habe zwischendurch mal überlegt, hier eins von den Filmbüchern zu schenken, der großen Schwester. Da finde ich das mit den Kissen schon cooler. Das mit dem Plüschtier. Plüschtiere und Kissen sind immer nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch irgendwo Süßigkeiten nicht. Jetzt will ich nur irgendwo das Butterbier finden. Dann will ich eine Menge Butterbier bestellen. Butterbier, Butterbier, Butterbier. Das muss es doch hier irgendwo geben. Jetzt gehen ein paar Flaschen. Es muss doch hier. Wieso finden dich das denn nicht? Genau das ist es, was ich meine, das hier. Butterscotch-Bier. Wizards-Büro, Butterscotch-Bier, genau das möchte ich haben. Das Artikel ist leider nicht mehr verfügbar. Auwei. Dann leider nicht. Oder was? Mensch, ich will Butterbier. Her damit. Ja gut, dann müssen wir es wohl erstmal beiseite lassen. Später bestellen ist irgendwie halbwegs nicht mehr drin. Ja dann. Dann wir jetzt für die große Schwester, für kleine Schwester, für Cousin, für die Eltern, für die Großeltern wollte ich einen Kalender machen. Dann war es das, dann war es, habe ich noch irgendwen vergessen. Nö, es ist ja für. Dann bleibt mir noch was für Modi und so. 64,69 € habe ich jetzt hier eingekauft. Punkte für die Bestellung. Das kann man mit Punkten machen, da kann man noch extra was kaufen oder so. Punkte kann man sammeln und für extra Sachen ausgeben. Wahrscheinlich. Gutscheincode habe ich nicht. Ich denke, ja, für 64,69 € ist ein bisschen teuer, aber für einen Weihnachtseinkauf. Ich würde eigentlich noch Butterbier zu kaufen. Für den Weihnachtseinkauf geht das komplett. Weiß nicht, ob das No-Match-Kissen hier. Kann ich noch das zweite Kissen mit dazu kaufen? Habe ich jetzt für die Schwester beide Kissen. No-Match und Stupon. Stupidi. Wenn die schon runtergesetzt sind, muss man ja nicht knausern, kann man beide nehmen. Da sind wir mit 72,59. Weiß noch, Buttermilch kriege dann noch ein bisschen mehr, aber puh, okay, ja, ich meine, das ist 36 Bonuspunkte. Wofür wir die ausgeben können, das weiß ich auch nicht. Das gibt es, glaube ich, ja beim Bonuspunkte-Sache. Und irgendwo, ich habe es mir vorhin schon angeguckt, da gibt es Sachen, die man sich für 200 Bonuspunkte und so weiter kann man sich eine extra Tasse kaufen und so weiter. Keine Ahnung. Es wird noch nicht reichen, die 36 Bonuspunkte. Gut, zur Kasse gehe ich dann ohne euch. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, ob ich dann nachher noch Geld für Modi übrig habe.
Vielleicht schneide ich euch das noch mit rein, vielleicht kann ich das irgendwie noch aufnehmen. Mal schauen. Das ist ja erstmal die Bestellung für die Familie. Mal schauen. So. Hier habe ich schon was vorbereitet. Ich habe mir ein bisschen Steam-Guthaben aufgeladen. Bisschen, ein kleines bisschen. Und werde jetzt hier davon mal ein paar schöne Weihnachtsgeschenke machen. Der liebe Prof. Ikerikus kriegt von mir hier Little Miss Fortune geschenkt. Das habe ich ja schon im Stream gespielt. Ist bei mir schon im Livestream durchgespielt worden. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich habe da keine Sekunde von bereut. Zwei Runs habe ich gemacht, zwei Durchläufe. Der Ikerikus, der wünscht sich das, der steht auch auf seiner Wunschliste, wünscht sich Little Miss Fortune. Ach, schenken wir ihm das, schenke ich ihm das zu Weihnachten. So, Prof, weiter. Hier kann man dann immer einen Gruß aus suchen, schnell dich an, Game On, viel Vergnügen. So, vorne am Empfänger ist es Prof. Und dann schreibe ich ihm eine gute Botschaft rein, eine große Botschaft zum Weihnachten. Zum Weihnachtsfest. So. Da habe ich eine kleine nette Botschaft geschrieben und da geben wir jetzt 16,79 € aus für den Prof. Das gab es bestimmt mal im Sale, aber gerade nicht. Aber egal, es ist es mir wohl wert. Ein Geschenk wird am 24.12. um 18 Uhr verschickt. Genauso wollte ich das. So, Zahlungsmethode mein Steam-Guthaben, was ich aufgeladen habe. Jo, ganz genau. Wenn Ihr Freund das Geschenk ablehnt oder ein Problem in der Zustellung auftritt, werden wir Ihnen den Kauf automatisch erstatten. Ja, ich krieg das Game leider nicht. Ich glaube, man kriegt dann das Geld, entweder das Geld oder das Spiel zurück und kann das Spiel dann irgendwie anders verschicken. Das ist dann, ja, davon gehe ich nicht aus. Er hat es ja auf seiner Wunschliste stehen. Der Prof, der wird das doch wohl annehmen. Das ist ja hier mein Weihnachtsgeschenk wohl. Freudig annehmen. So, da muss man hier kurz zustimmen und dann glauben wir, das Vorgang wird verarbeitet. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail. Ihr Geschenk ist auf dem Weg. Joa. Und zurück zum Shop. So funktioniert's. Und jetzt machen wir noch für die anderen. So, der Prof da, der Modi darf sich dies ja über etwas freuen, was nicht auf seiner Wunschliste steht, aber was ich ihm mal gönnen möchte. Packen wir das in den Warenkorb. So, als Geschenk kaufen. Mordi kriegt dieses Jahr zu Weihnachten Death and Taxes. Das Spiel, ein sehr gutes Indie-Game. Habe ich selbst noch nicht gespielt, weil ich nächstes Jahr ab Ende Februar spielen. Im März wird es auf meinem Kanal kommen. Ja. Großes Spiel, großartiges Spiel. Haben wir auf der Indie Arena Booth online 2020 in der Gamescom kennengelernt. Und mir auch schon selbst gekauft. So, der Modi kriegt's. Termin festlegen, das habe ich beim ersten Mal vergessen, habe ich dann noch nachgeholt. Das ist der 24. Dezember 2020 um 18 Uhr pünktlich zur Bescherung. So ist ankommen. So. Und weiter geht's. Auch wenn der Modi das nicht so sehr feiert, das Weihnachtsfest, das Schenken lasse ich mir nicht nehmen. So. Ich gucke der Modi rein. Hier kommt der Weihnachtszwergi. Und dann tippe ich hier eine tolle Großbotschaft ein, wie auch beim Prof eben. So. Na dann, auch Geschenke, die nicht auf der Wunschliste stehen, können was Gutes sein. So eine kleine nette Botschaft geschrieben und abchecken. Sehr schön.
So, das Spiel gibt es zum Glück gerade 90% Rabatt für 1,99 auf Steam. Nicht, dass das mein Hintergedanke gewesen wäre, aber gut für mich, dann spare ich mir ein bisschen Geld zu Weihnachten. Kostet 19,99 normalerweise. Das wäre es mir wert gewesen. Gut, günstiger für mich. Das Geschenk geht an die Ninilein. Nein, kriegt dieses Spiel. Ich besitze es natürlich bereits, ich habe es schon als Display auf meinem Kanal gebracht. Wirklich wundervolles Game. Kann ich auch nur empfehlen, kann ich dir Ninilein mal empfehlen. Vielleicht gibt es das demnächst auf Ninilein's Kanal. Und die anderen Spiele, die ich ja verschenke, gibt es vielleicht auch irgendwie. Beim Prof bezweifle ich das stark, aber beim Modi wünsche ich mir da stark, dass der von Texas mal spielt. Auf Twitch, im Stream vielleicht oder vielleicht auch auf YouTube mal in einem Let's Play. Bei Ninilein, dann hätte ihr auf dem Rabbit. Vielleicht mal ist gedacht, dass die das mal als Let's Play spielen kann. Als Geschenk kaufen. Oh. Besitzt bereits The Night of the Rabbit. Ja gut. Dann schauen wir mal bei der Ninilein auf die Wunschliste. Was kann man ihr so schenken, wenn sie das Spiel schon hat, wenn sie das wunderschöne Deadlake-Game schon hat, dann wollen wir es ihr natürlich nicht doppelt schenken. Aber Limbo sieht nicht schlecht aus. Ich muss auch jetzt aufpassen, weil ich sehe gerade dort oben, viel Geld habe ich auch nicht mehr im Guthaben, das heißt, ja. Sollte mal aufpassen, was ich hier verschenke. Dann machen wir uns leicht. Ich wollte es eh an Takiro verschenken. Das Spiel hier, The Whispered World. Es passt auch locker ins Budget, dass ich das bei noch mal kaufe. Ja, ich habe da oben, ich könnte noch was Teures kaufen. Es wird reichen. Bevor ich ihm irgendwas schenke, was er nicht haben will. So. Ja, und die 1999 werden es jetzt. Ja. Bevor ich überspielen, den Line. Whispered World, das Spiel habe ich selbst noch nicht. Kann ich mir vielleicht von dem übrig gebliebenen Geld auch noch mal für mich selbst kaufen. Als Weihnachtsgeschenk. Jo. Das gibt's doch nicht. Dann hat Whispered World auch schon. Dann kriegt's Tageo. Und für Ninlein müssen wir noch mal gucken. Dann gucke ich noch mal an ihre Wunschliste, was die dann noch kriegt. Das wird jetzt erstmal Tageo. Das ist, was das Ninlein auch alles hat. Das ist, was kann man denn jemandem schenken, der schon alles hat? So, kabumm und abgeschickt. So, abgeschickt ist noch nicht. So, wird am 24.12.18 noch verschickt. So soll es zu Weihnachten sein. Und kabumm. Wisst ihr was? Ich schenke ihr das wundervolle Spiel. Das kostet zwar nur 1,56, aber es kommt ja nicht immer auf das, auf den Preis an. Sondern auf den Gedanken, der dahinter steckt. Das Wunderspiel, tolle Spiel sehen. Habe ich auch schon als Display auf meinen Kanal gebracht. Müsste jetzt, glaube ich, heute oder gestern oder irgendwie in den Dreh müsste jetzt der letzte Part davon auf meinem Kanal gekommen sein. Davor als letzte Part von meinem Let's Play sehen. Ist ein wirklich großartiges Game. Kann ich auch sehr empfehlen. Dann schenke ich ihr mal das, sofern sie es nicht auch schon hat.
Eines Geschenk kaufen. Ja, sie hat es noch nicht. Gut, dann kann man ihr das schenken. Vielleicht weiß sie noch gar nichts von diesem Spiel. Vielleicht kennst du noch nichts. Kennst das Spiel noch gar nicht und. Vielleicht ist das auch was, was er kennenlernen kann. Ist noch ein Alpha-Spiel, ist noch in der Alpha-Testphase. Es wird sich noch entwickeln, das heißt, das kann auch noch ganz toll werden. Kann sie noch immer Neues erfahren. 25. Dezember 2020 um 18 Uhr. Wie die anderen. Das kriegen sie alle gleichzeitig. Freuen sie alle gleichzeitig drüber. Und weiter geht's. So. Da passt am besten viel Vergnügen rein. Da kommt der Weihnachtszwei. So sieht's aus. Und dann verschicke ich das letzte Geschenk hier an die Nilein. Das Team gut haben. 24.12.18 Uhr. Und ja. Und kaboom. Sehr schön. Ich hoffe, man freut sich über meine Geschenke, die ich zukommen lasse. Es bleibt mir sogar noch Geld übrig, dass ich mir, habe ich gar nicht in der Wunschliste drin. Ach, seit wann ist das auf meiner Wunschliste? Interessant. Dass ich mir noch das eine Spiel kaufen kann, hier dieses, was ich gerade an Takiro verschickt habe. Ja, wie auch immer, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und haut darin. Bis dann und ciao. Video einfach mal als kleiner Reminder auch für euch, jetzt mal einzukaufen, jetzt mal endlich mal euch virtuell auf den Weg zu machen, weil jetzt wird es langsam spät. Thank you.